はい、構え。Also das ist jetzt der Schlag auf den Mann, wie gesagt, auf die Mitte vom Kopf. Zweite ist jetzt Kutte, Handgelenk. Dritter Schlag ist Do. Und Ski, Stich zur Kehle. Jetzt kommt eine Schlagabfolge. Dreimal Men. Das wird also auch durchaus im Training gemacht. Manchmal auch 5 oder 10 Minuten mit Partnerwechsel. Die andere Seite noch mal dran. Für einen gültigen Treffer beim Kendo müssen viele Punkte zusammenkommen. Also das Kiai muss entsprechend sein, in dem Moment, wo getroffen wird. Die Trefferfläche muss korrekt getroffen werden mit dem richtigen Teil vom Shinai, also von dem Bambus. Und die Körperhaltung während des Schlagens und nach dem Schlag ist auch wichtig. Das ist etwas anders als beim europäischen Fechten, wo es im Wesentlichen darauf ankommt zu treffen. Also hier reicht das Treffen alleine nicht. Da muss noch mehr dabei sein, damit es dann ein gültiger Treffer ist. Und wie gesagt, das Kendo, wie wir es jetzt hier sehen, ist eigentlich aus der Samurai-Tradition entstanden. Also früher hat man ohne Rüstung und mit Schwertern bzw. mit Holzschwertern Übungen gemacht und ist dann irgendwann später aufgrund der großen Verletzungsrate mit den Holzschwertern, da gab es viele Trümmerbrüche und so, ist man dann irgendwann auf die Idee gekommen, das mit Bambus und Rüstung zu machen. Und dadurch hat man jetzt keine großartigen Verletzungen mehr. Also Kendo ist sehr verletzungsfrei, durchaus weniger sogar als Basketball oder Handball. Sieht zwar gefährlich aus, ist aber sicherer in dem Sinne. Okay. So, und später im Kampf, was wir dann nachher auch sehen werden, ist es halt eben wichtig, die richtige Gelegenheit zu erwischen. Also